Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Es ist keine schöne Aufgabe für einen Vorstandsvorsitzenden, bekannt zu geben, dass ein... Können mal bitte die Handys ausgemacht werden? Danke. Dass ein Trainer den Verein verlässt. Thomas Schaaf verlässt den Verein auf seinen eigenen Wunsch hin. Wir bedauern dies sehr. Wir bedauern es unter anderem deshalb sehr, weil er, und das habe ich am letzten Freitag in der Pressekonferenz ja schon im Detail erläutert, weil er nach unserer Ansicht erfolgreich für Eintracht Frankfurt gearbeitet hat. Die Bemühungen unsererseits, dass Thomas Schaaf sein Ansinnen auf eigenen Wunsch hin, den Vertrag aufzulösen, unsererseits waren intensiv, um ihn von diesem Vorhaben abzubringen. Das begründete sich unter anderem auch darauf, dass wir aus der Mannschaft heraus, aus den verantwortlichen Spielern der Mannschaft heraus, in den letzten Wochen ein klares Signal bekommen habe, ohne dass ich direkten Einfluss darauf genommen habe, dass die Mannschaft mir erklärt hat, sie wolle mit Thomas Schaaf weiterarbeiten. Gleichzeitig haben wir im Aufsichtsrat in einer obligatorischen Aufsichtsratssitzung ein klares Votum zur Zusammenarbeit mit Thomas Schaaf bekommen. Die immer wieder etwas verunsichernden Spekulationen und dergleichen haben mich am vergangenen Wochenende nochmal dazu aufgerufen gefühlt, intensive Gespräche mit dem Trainer zu führen. Ich bin schon ein bisschen enttäuscht, dass er unseren Willen, diese Zusammenarbeit fortzusetzen, die wir auf guten sportlichen Bahnen sahen, dass seine Enttäuschung, seine Ablehnung oder seine Motive nicht zu ändern war. Und ich bin ein wenig enttäuscht, dass er meiner Argumentation nicht gefolgt ist. Das Umfeld ist in Ordnung und er hat, in diesem Umfeld auch wie ein Bundesliga-Trainer ohne jede Einschränkung arbeiten können und dürfen. Fakt ist noch einmal, dass die Zusammenarbeit erfolgreich war und ich bin mir sehr wohl darüber im Klaren, dass viele Fragestellungen ich nicht werde beantworten können, worin die Motive liegen. Es ist einfach eine Enttäuschung, das hat er mir selbst gesagt und da bin ich auch autorisiert, das zu sagen, unabhängig jetzt von der Erklärung, ist das eine. Es ist die Enttäuschung, dass Thomas seine sportlichen Leistungen nicht gewürdigt sieht und dass er sein Verhältnis zur Mannschaft auch nicht richtig dargestellt sieht. Das ist mein Statement, was ich auch geben möchte zu dieser nicht sehr schönen, für uns nicht sehr schönen Entwicklung.